Hallo liebe Leute, hier ist wieder Lin Schmied mit einem neuen Lego-Video. Heute geht es um ein Harry Potter-Set und zwar die Eule Hedwig werde ich für euch aufbauen. Ich öffne das Backerl mit meiner Schere, vorsichtig aber flott, und dann schauen wir rein. Achtung, ich reiße, ohne was kaputt zu machen. Und ja, es ist offen. Schauen wir uns die Sackerl an. Da ist Nummer 4, sehr viel weiß. Nummer 3, weiß und grau. Das sind natürlich die Federn. Nummer 2, weiß-braun, braun-grau. Nummer 1 ist sehr viel braun dabei. Und da ist eine Harry Potter-Figur. Sehr schön. Da ist die Anleitung. Und was kommt da noch? Was kommt da noch? Ein Aufkleber. Eigentlich 3 Aufkleber. Da ist die Anleitung. Ziemlich dick. Schauen wir kurz rein. Ja. Können wir gleich zum Ende gehen. So schaut das, der Schluss aus. Gut. Die Teileliste. Alles da. Okay. Dann bauen wir mal was auf, und zwar entsteht hier schon die Harry Potter Figur. Das ist ein relativ junger Harry Potter mit kurzen Beinen. Dazu gibt es eine kleine Eule und einen Ständer. Ständer ist fertig, Harry Potter kommt drauf, Eule kommt daneben, zack. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis von meinem Werbepartner. Hey, das sind 2 von meinen Geldkoffern. Wollt's mal reinschauen? Ja, da schaut's. Lego ist heutzutage mehr wert als Gold. Und jetzt ratet mal, was ich gemacht habe. Ich habe einen Bricklink-Store aufgemacht. Bricklink ist eine Internetseite, auf der man von unzähligen kleinen und großen Händlern von der ganzen Welt Lego-Einzelteile kaufen kann. Schau doch mal bei mir rein. Bauen mit Linus heißt der Laden. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist das Ende. Was nun? Teile mir doch mit, wie dir das Video gefallen hat. Am leichtesten geht das mit deinem Daumen nach oben oder nach unten. Wenn dir das nicht aussagekräftig genug ist, versuch's mit einem Kommentar. Und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann abonniere den Kanal.